Oh mein Gott, Mate, wie kann denn dieser Jon so Dogshit sein? Alter! Who's that Pokémon? It's no way for you! Wir sind auf dem Top-Lane-Account, stehen wir 4 zu 0 gerade, ne? Ne, 5 zu 0. Hier haben wir gestartet. 5 zu 0 auf Top und auf Support standen wir 3-1, also plus 2. Okay, unser gesamtes Team zeigt AP-Champions, das kann nicht gut sein für uns, ne? Wir brauchen Heavy AD Top, das heißt, wir brauchen Jace, Akshan oder Gangplank brauchen wir hier. Jace, Akshan, Gangplank, einen von denen. Wahrscheinlich gehen wir einfach Jace, ne? Scheiße, please guys. Last win for GM. Ein... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Das ist nicht, was ich lesen möchte. You will need. Soraka Jungle. Oh mein Gott. Full AP Soraka Jungle Drop. Ach du Scheiße, Mann. Ah. Oh nein. Ist das der Moment, wo wir den Account wechseln? Ist das der Moment, wo wir den Account wechseln? Ich hätte eigentlich die eine Chance für Grandmaster hätte ich schon genutzt gerne, ne? Es ist unsere eine Chance für Grandmaster. Es ist hier, live und in Farbe, Twitch-Chat. I mean, das Problem ist halt, wann muss man dodgen? Bei 3 Sekunden, ne? Mittlerweile oder so. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob das gereicht hat. Ich glaube, das war zu spät. Ich habe gehofft, dass jemand anders dodgt. Ich glaube, das war zu spät. Wir werden sehen, ob es gereicht hat. Zeigt Dominanz und bleibt, Leute. Also, mit jemandem, der in der Champ-Selection flamed und Soraka Jungle Troll pickt, ich würde halt sagen, muss ja nicht sein, oder? Ja, ich bin ja sonst nie jemand, der nie dodgt, aber das ist halt sehr verschwendete Lebenszeit. Es kann aber sein, dass es nicht gereicht hat, ne? Also, dass das Game gestartet ist. Ja, wir haben es gedodgt bekommen. Trotzdem sehr ärgerlich, muss ich sagen, ne? Ja, wir sind sogar der gedodgt hat. Würdest du Anivia Support trollen? Nö, war bloß sehr schade, weil wir hatten halt einen Katus OTP, einen Anivia OTP und einen Swain OTP. Das heißt, du hast halt 3 Leute, die Full AP gehen. Und wenn dann dein... Das ist natürlich sehr tiltend, weil die Teamcomp schon sehr schlecht ist zu dem Zeitpunkt, weil Katus möchte eigentlich Mono AP sein. Und dann ist es halt, drumherum bauen ist sehr schwierig halt. Dann kannst du jetzt schon den Champ Select reporten, wenn einer sowas macht. Ich weiß, aber die Report-Funktion, die funktioniert. Also du kannst reporten, aber es macht nichts. Aber die erweitern ihr Report-System, muss man sagen. Also sie versuchen schon, was zu verbessern mit ihrem Report-System. Mach einfach heute ganz lange. Na, das geht leider nicht. Das geht leider auch nicht, ey. Mein Schlafrhythmus ist noch... Ich werde schon sehr müde dann am Abend sein. Ja, wir werden gucken, wie wir das morgen machen. Bist du AFK zufällig? Actually kriegen wir, glaube ich, seinen Flash hier, weil der muss den diesen... Wie heißt der? Diesen Crash da muss er flashen eigentlich. Bist du besser offstream? Spielerisch meinst du? Ja, klar. Du bist immer besser offstream, weil dann konzentrierst du dich ja nur aufs Spiel, weißt du? Und wenn du halt Streamer bist, ich rede mit euch, ne? Wir trash-talken, wir lachen, ich schaue in Chat. Das ist alles Zeit, die du nutzen könntest, um halt übers Spiel nachzudenken und was du machen solltest. Du bist offensichtlich bist du wesentlich besser offstream, vor allem auf lange Sicht. Weil du beim Streamen streamst du ja auch immer, also am Stück. Und wenn du halt normal offstream spielst, dann machst du halt immer Pausen für dich zwischendurch. Ne? Wo du einfach aufstehst und rumläufst und wo du was isst und trinkst und so. Das heißt, offensichtlich bist du immer besser offstream als onstream. Ich habe nämlich nicht invaded, ne? Sascha, die Rille hat immer einen Assist bekommen.
ist der Fresh Platin 1. Wenn der Platin 1 ist, dann ist es der Decayed. Das heißt, der ist auf jeden Fall nicht Platin 1. Wir können hier Toplane eigentlich kurz ganken, oder? Was sexy, unten. Au. Wow! Da war es schon sehr krass. Holy shit, war das gut von den beiden. War eben kurz weg. Warum wird der Account gewechselt? Wir hatten gerade eine Soraka Jungle und da dachte ich mir, komm, an so einem guten Tag wie heute tun wir uns Soraka Jungle und Flame in der Jamse legt mich an. Also ich habe gedodged praktisch. Aber wir können, also ihr könnt euch überlegen, ob wir nach diesem Game nochmal auf Top zurückgehen sollen und auf dem Toplane-Account versuchen sollen, dafür zu gehen. Für Grandmaster. Wir bräuchten noch einen Win für Grandmaster auf dem Toplane-Account. Schmerzt. Scheiße, war das bad. Ich habe die Feder nicht gesehen dahinter. Oh, Leute. Das war nicht gut. Ja, diese Mates ziehen dich voll. Ja, Mann, ey. In der Solo-Queue kann man sich echt nur auf sie selbst verlassen. Völlig richtig. Jetzt das Wichtige für uns ist, glaube ich, Botlane zu spielen hier. Weil der Wu wird da auch hin junglen. Ja, Jungle ist meine schlechteste Rolle. Ich bin echt ein sehr schlechter Jungler. Also das ist wirklich was ich nicht dachte. Ich kann, die einzigen Jungler, die ich spielen kann, sind so Champions wie, Maokai und dann einfach nur farmen. Also Maokai, Katus, diese Champions. Weil sobald man Entscheidungen treffen muss und proaktiv sein muss, bin ich komplett lost. Also wirklich komplett lost. Okay. Der Toplane Herald, ne? Der Toplane Herald. Boah, Leute, das ist aber wieder nicht gut mechanisch hier auf dem Lee Sin. Das ist gänzlich gar nicht gut, mechanisch, ja, leider. Oder? Die haben alle ein Leben. Oh mein Gott, Die haben alle ein Leben. Oh, das ist Game wahrscheinlich. Oh, die haben alle ein fucking Leben. Okay, wie können wir das noch gewinnen? Und dann auch noch Xayah. Big Day at the Office im Jungle, leider. Die Rolle ist echt nicht meins. Ich kann nur Katus spielen, aber ich finde Katus so langweilig zu spielen. Aber ich kann keinen anderen Jungler spielen, ne? Leider. Ich brauche so Heavy Farm Jungler, brauche ich, wenn ich erfolgreich sein möchte. Aber es ist halt einfach, also hunderte Games Katus, ich weiß nicht, wie man das machen kann. Das ist so ein langweiliger Champion. Für zwei Türen zur Mitte gehen. Da müssen wir mal schauen. Erstmal kriegen hier. Man, das ist halt, wir scalen leider so schlecht. Und unser Midlaner ist 50 CS gegen Aurelion behind als Yone. Also das ist wirklich, das musst du erstmal schaffen. Das ist ja fast unmöglich. Wie mit Kindred? Ne, mit Kindred musst du sehr viel proaktiv machen. Kindred ist nicht gut, wenn du nicht proaktiv bist.
swipen sollen, hä? Schade, da hätte man Kills holen können, glaube ich, gerade. Alle 1 HP. Das reicht leider 1 HP. Der wichtige Kill wäre natürlich der Xayah-Kill oder der Aurelion-Kill, weil die haben die dicken Shutdowns. Wir haben richtig die Knöchel gebrochen, ja? Ich muss nur 2-3 Nash-Steals, wenn wir haben. 2-3 Nash-Steals, Leute. Wir sind aufgestellt in dem Game. Wenn die irgendwann mal so richtig overextenden. Ich hätte meinen W aufheben müssen, um rauszuflitzen. Wenn er den killt, wenn sie den killen, ist Future Chance. Oh mein Gott, Mate, wie kann denn dieser Jon so Dogshit sein? Alter! Das ist ja kriminell, wie bad der ist! Der G2-Joker, ey, was zur Hölle? Der G2-Joker, da kannst du doch niemandem erzählen. Was ist das denn für Gameplay? Oh, der ist schon weg. Ja, die schnell muss man mal, ne? Menge von den Nash-Bars bekommen. Du gönnst ja aber die Tausender. Ich glaube nicht, dass ich die irgendjemand geben hätte können da, oder? Unser Midlaner ist 0,8 und unser Alchemy ist 4,13. Okay, we got this. Wir brauchen jetzt nur noch Death Dance und Maw. Und dann noch Jail. Dann können wir vielleicht. Ja, das war eine kurze Ausflug in den Jungle, Leute. Aber das ist perfekt. Dann können wir jetzt guten Gewissens auf die Joblade zurück. Oi, 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 oi. Ja, ich hätte auch einen sehr schlechten Move unten, aber das war nichts. Okay,
Der Midlaner und der AD Carry, meine Güte. Das war wirklich sehr hart. Und dann schauen wir, was wir hier machen können. Support AD Carry. Ne, wir haben ja auf Toplane haben wir noch keins verloren, weißt du? Aber hier, also der Account ist. Der ist echt gut cursed, ey. Der Jungle-Account. Mit dem wird es auch noch sehr, sehr lange dauern, bis wir auch nur in die Nähe von Grandmaster kommen, weil seine MMR ist jetzt auch sehr schlecht zu dem Zeitpunkt, muss man sagen.